Hallo, meine Lieben. Da sind wir. Herzlich willkommen zu Command & Conquer Tiberian Dawn Redux, sprich Fan-Mod. Grafische Komplettüberholung des alten Tiberium-Konfliktes, der entbrennt durch die Kräfte durch Nord in Rot, Grau. Und der GDI, die wir jetzt hier gerade spielen. Die, die es nicht wissen, Command & Conquer, für die jüngeren Zuschauer, war wohl mit Abstand das herausragendste Echtzeitstrategiespiel seiner Zeit. Immer noch, wenn ihr mich fragt. Und es ist grundsätzlich so, ich guck mal ganz kurz, ob man hier auch in irgendeiner Form auf die Musik ein bisschen runter. Ihr seht, wie wir es eingestellt haben. Resolution stimmt nicht. Und zwar ist es so, diese Modifikation, wie gesagt, wurde von Fans hergestellt. Es ist komplett die Kampagne. Die Gesamtkampagne, wie wir sie kennen, wurde neu aufgesetzt. Mit der Grafik-Engine, so wie ich das sehe, von Generals, aber halt stark optimiert. Unsere Mission habt ihr ja im Video gesehen, worum es geht. Alle Nord-Truppen von diesem Bereich hier erstmal entfernen. Energiegewinnung mit einfach grandioser Musik im Hintergrund, wie auch bei Alarmstufe Rot. Die Mucke in dem Spiel war schon immer gigantisch. Ja, und die Leute, die Command & Conquer sehr gerne gespielt haben, werden sich natürlich extrem freuen. Ich habe da jetzt Lust, ein bisschen länger reinzuspielen. Ich habe euch ja die Kampagne zu... Oha. Ich habe uns die Kampagne zu Alarmstufe Rot 2 angespielt. Erste 10 Folgen sozusagen. Kann immer weitergehen, je nachdem, wie lustig ich bin, wie es auch gut bei euch läuft. Es ist halt immer noch das Sommerloch. Jeder YouTuber hasst das Sommerloch. Viele von euch gucken vermutlich dann auch erst, wenn Sommer um ist, weiter bei mir oder wieder bei mir rein. Aber ich möchte jetzt dieses grandiose Spiel, diese grandiose Modifikation anspielen. Ihr seht, wie es grafisch umgesetzt ist in der Engine. Wirklich genau die gleichen Gebäude, wie auch zu den ersten regulären Spiel zu Command & Conquer. Nur in 3D halt. Das ist unsere Baracke. Bauen wir jetzt mal ein paar Infanteristen und versuchen hier jetzt ein bisschen die letzten Nord-Streitkräfte von dem Bereich hier wegzufegen. Ja. Ihr seht schöne Shader-Effekte auch mit dem Wasser. Unser Jeep hier, der wird jetzt gleich platt gemacht, aber keine Angst. GDI hat genug Truppen in der Hinterhand. Und wir holen uns jetzt mal hier links die Truppen, die hier von Nord, Bruderschaft von Nord, noch rumgammeln. Die Bruderschaft von Nord, für alle, die es nicht wissen, ist eine Art Sekte, die große Gebiete aufgrund der Finanzstärke der Erde eingenommen hat, wenn man so will. Und die GDI ist im Grunde sowas wie eine neu formierte Art der NATO, wo die Welt sich zusammengetan hat, finanziell, um die Bevölkerung zu sichern und Nord zurückzuschlagen. Oh, nochmal so ein Ding. Einfach mal was können. Wir sammeln in Command & Conquer normalerweise Tiberium, was wir in dieser Mission noch nicht sehen. Roger.
Und das war unsere erste Mission. Und dann geht's auch gleich weiter zur zweiten. Ihr seht die Welt. Wir kämpfen in Europa. Und es geht nach Estland. In Estland leben 1,6 Millionen Menschen. Und dort ist unsere nächste Mission. Das mobile Baufahrzeug. Gebäude habt ihr gerade eben gesehen. Und jetzt wird es auch genau in diesem 3D-Effekt dargestellt, wie ihr ihn hier in diesem Render-Video seht. Schon verrückt, dass damalige Render-Videos heute eigentlich ja, Spiele darstellen. Aber Command & Conquer war auch damals bekannt dafür, dass alle Darsteller echte Darsteller waren. Gute Arbeit, dein Brückenkopf, Commander. Ich schulde Ihnen noch ein paar Daten über Nord, damit Sie Ihren Gegner kennenlernen. Das hier ist Kane. Der selbsternannte Führer der Bruderschaft von Nord. Warten Sie, ich schalte Sie rein. Zustand wird kritisch. Wissen Sie, warum sich Nord hier am Strand so festbeißt? Die beschützen eine riesige Tiberium-Raffinerie, die unser Geheimdienst wohl übersehen hat. Ich brauche dringend Verstärkung. Nordtruppen strömen aus dem Stützpunkt und erdrücken uns fast. Wir müssen einen Schlag gegen die Raffinerie und die Infanteriebots führen, bevor die unsere Stellung überrennen. Ich weiß nicht, wie lange wir sie noch halten können. Verdammt. Sie haben es doch gehört. Worauf warten Sie noch? Ja, worauf warten wir? Unsere Basis steht unter einem schweren Angriff durch Nord-Streitkräfte und wir brauchen jetzt sofort... Ja, das ist unsere Basis von eben. Bisschen umgebaut anscheinend. Oha, hier sind auch noch ein paar. Okay. Wir müssen jetzt erstmal einen Brückenkopf wieder bauen. Hier ist wieder unser... Ich schätze, hier kommt jetzt gleich wieder hoffentlich ein Baufahrzeug. Na, das sind Engineers. Ingenieure, mit denen kann man andere Gebäude einnehmen. Ach nein, der sieht echt geil aus. Genau, das sind diese Jeeps von den Nord-Truppen. Alter Schwede. Wie kriege ich denn die Leute hier wieder raus? Auf den Jeep. Mach den mal platt jetzt. Den Attack Buggy. Weg. So. Truppen entfernen, den auch noch. Okay, wir müssen mal einen Attack machen. Dahin. Mach das mal alleine kurz. Wenn wir die jetzt hier erstmal weggemacht haben, müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie zur Base kommen von denen. Da ist noch einer. Okay, Gegenschlag.
Erstmal hier sammeln. Außer Baracken kann ich gerade gar nichts weiter bauen. Oha, oha. Wir haben gar nicht so viel Kohle, oder? Kann ich noch eine Baracke bauen? Die kostet nur 300. Setze ich hier nochmal eine hin. Okay, wir brauchen eine größere Truppe. Da oben sind... Ah, Sandsäcke, alles klar. Da oben scheint wohl die Base zu sein. Okay, jetzt bauen wir ein paar Truppen. Die Engineers kommen auf jeden Fall mit gleich. Mal gucken, ob wir irgendwas hier oben einnehmen können von denen. Das ist im Übrigen die gleiche Stimme wie im alten Teil. Klasse. Gefällt mir. Nostalgie. Herrlich. So, und jetzt nochmal 6 Stück für die Basissicherung. Mit denen ziehen wir jetzt hoch. Wir haben keine Fahrzeuge mehr, kein Jeep, nichts. Wir haben nur noch Truppen. Bin ich ja wirklich gespannt, ob hier oben wir das erste Mal sehen, wie Tiberium aussieht in dieser Modifikation. Tiberium ist das, ja, ist die Ressource, die hier gesammelt wird. Oh. Da oben fährt ein Tiberium-Sammler. Ich weiß nicht, ob die Infanterie von Notz stärker ist oder schwächer ist. Oder ob es einfach die gleiche Infanterie ist. Keine Ahnung. Da seht ihr das Tiberium-Siegel auf dem Sammler. Sammelt er hier links Tiberium oder? Da ist Tiberium. Das sind diese Tiberium-Kristalle. Wenn die Infanterie rüberläuft, nimmt die Schaden. Das ist giftig. Verseucht auch im Übrigen den Planeten, wenn man so will. Und hier sind die Notgebäude. Energie, Bau, Gebäude für den Bau von Gebäuden. Und hier rechts vielleicht dann die Raffinerie. Ah, noch Energie. Okay, aus dem Weg, sonst fährt er jetzt um. Ja, genau, ja. Oha. Gut, dass wir mit Truppen nachrücken. Das sind Tiberium-Silos. Da seht ihr diese grüne Masse im Silo. Und wenn die Gebäude vernichtet werden... Also früher war es so... Wir versuchen jetzt mal was. Und zwar, wenn... Wenn der Sammler drin ist... Ach, shit, ich wollte es rechtzeitig machen eigentlich, dass wir den mitcapturen. Ah, ich kann hier jetzt sogar ein eigenes Tiberium-Silo bauen. Eigenes
Gebäude, so, zack, verkaufen, brauchen wir nicht verkaufen. Und hier läuft das Tiberium jetzt schon aus. Vernichten das jetzt. Ja, habt ihr gesehen? Die grüne Masse. Das ist unser eigener Sammler. Der fährt jetzt selbst ans Tiberium ran. Und weil ja eigentlich Nod das Ding baut, ist die Nod-Flagge auf dem Gebäude drauf, weil wir es ja gerade eben eingenommen haben. Sonst sind die GDI-Symbole ersichtlich. So, kommt mal hoch. Wir nehmen hier gerade gut Kohle ein. Mit diesen Zangen sammelt der das Tiberium. Ja, jetzt gibt er auf anscheinend. Wird auch Zeit. Haben gut Kräfte verloren, gut Truppen verloren. Nicht schlecht, hätte ich nicht gedacht. Frage ist natürlich auch, ob wenn wir den jetzt vernichten, ob auch Tiberium-Rückstände bleiben. Ja. Jetzt. Ach, da ist noch was. Gut, dass wir noch Truppen haben hier. So, ist das der letzte? Immer noch nicht. Hier schlummern noch ein paar Truppen. Vielleicht ist das ja der letzte. Ja, geschafft. Sehr gut. Okay, Leute, das war jetzt ein kleiner Reinblick wieder und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis bald. Tschüss.